Ja, herzlich willkommen, liebe Hurbeblock-Fangemeinde. Heute wahrscheinlich zum wohl fast kürzesten Video-Tutorial ever. Warum? Ihr habt bestimmt schon mal das Problem gehabt, deswegen seid ihr wahrscheinlich auch hier, dass eure FreeBuds, entweder die FreeBuds Pro oder die FreeBuds 4i, die aktuellsten, dass die einfach nicht mehr richtig funktionieren und dass ihr nur noch ein rotes Licht zu sehen bekommt, hier anhand der 4i als Beispiel, wenn hier unten nur noch rot ist, rot leuchtet, die Dinger nicht mehr erkannt werden, nicht mehr funktionieren im Ohr oder auch nicht mehr geladen werden, dann habt ihr das sogenannte Red Light of Death. Das ist natürlich nicht schön, ist aber auch kein Problem, weil wir können das relativ einfach lösen. Dazu machen wir im Endeffekt nur eins. Wir setzen diese FreeBuds zurück. Wie geht das? Ganz einfach. Ihr sucht euch den Kopplungsbutton. Hier bei den FreeBuds 4i ist er auf der Seite und drückt den einfach 15 Sekunden lang. Wenn ihr den 15 Sekunden lang natürlich mit den FreeBuds Ohrhörern in der Ladeschale, wenn ihr diesen Button 15 Sekunden lang drückt, dann sind eure FreeBuds wieder auf Werksreset zurückgesetzt. Das wiederum heißt, ihr könnt sie im Anschluss wieder koppeln. Das war's auch schon wieder. Viel Spaß weiterhin bei Hurbeblock. Die ganze Anleitung findet ihr auch direkt bei uns auf dem Blog, ist unten verlinkt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Baba.